Freunde, hier ist Dirk von Life is Knife und ich habe ein Päckchen bekommen. Und zwar von dem Black Scorpion. Das Paket ist vom Andreas, kennt ihr alle, vom Kanal Andreas.s, glaube ich. Andreas.s. Ich glaube, so ist richtig. Ja, er hat ja so eine Spendenaktion gemacht oder so ein Giveaway zum Ende des Jahres. Und da hat er mich dann angeschrieben und hat gesagt, du pass auf, Dirk, ich habe noch ein paar Messer da, die würde ich dir gerne für einen guten Zweck schicken oder zusenden. Und ja, da habe ich gesagt, das ist ja immer lieb und das kann man immer gebrauchen. Ich weiß jetzt nur noch nicht, was ich mit den Messern mache. Ob ich sie jetzt wirklich bis Dezember behalte, davon gehe ich mal nicht aus. Ich werde es wahrscheinlich irgendjemand senden, weitersenden oder zusenden, der eine Spendenaktion, also eher macht als ich. Aber das wird sich zeigen. Aufmachen werde ich das mit meinem Opinel. Das habe ich ja gesagt, das trage ich immer und das benutze ich immer. Warum ist es jetzt hier so schwarz? Ja, und zwar wieder mit Früchte und Obst geschnitten und so weiter. Ist halt auch schon sehr dunkel geworden. Aber ich konnte das nicht mehr auf und zu machen. Also ich konnte es nicht mehr öffnen und schließen. Das war so fest. Und da habe ich gedacht, okay. Dann habe ich so einfach in einen Topf gelegt oder gestellt mit Olivenöl. Und damit das hier imprägniert ist, es ging nicht anders, Leute. Ich wollte ja nichts mit dem Messer machen, aber es ging einfach nicht mehr auf und zu. Also deswegen musste ich es doch irgendwie imprägnieren. Ist halt jetzt ein bisschen weiter nach oben gezogen, aber egal. Damit öffne ich jetzt das Päckchen. Nochmal herzlichen Dank an dich, Andreas. Aber du kannst ja mir mal schreiben oder wenn du mal das nächste Video machst, was das mit diesem Skorpion auf sich hat. Ob das irgendwie eine Heavy-Metal-Gruppe ist oder so. Keine Ahnung. Ah, da ist auf jeden Fall schon mal was. Da steht schon mal was drin. Ja, das Giveaway hat ja der Vic Spider, der Christian und der Juice gewonnen. Jo, das kann ich auf jeden Fall in die Kamera halten. Hi Dirk, wie versprochen schicke ich dir 4 Messer für einen guten Zweck. Ich finde die Aktion von dir, Stefan 123321 und Dennis immer sehr nett, dass ihr auch an andere denkt. Gruß Andreas. Vielen Dank, lieber Andreas. Und ich danke für Menschen, die mir dann Messer schicken, sonst wäre es gar nicht möglich, irgendwelche guten Spendenaktionen zu machen. Dann schauen wir mal, was der liebe Andreas uns geschickt hat oder mir geschickt hat. Einmal ein Genzo. Fokus. Ja, geht. D730BK. Ich meine, dass ich das bei der letzten Spendenaktion auch schon hatte, glaube ich. Schauen wir mal. Ah, super verpackt, Andreas. Perfekt. Hier. Die finde ich übrigens super, sehr gut, diese Silizia-Teile. Oh, das ist ja komplett gut eingepackt. Schauen wir mal. Wow. Das sieht ja aus wie... Das sieht aus wie das Para 2. Ja, das ist Wahnsinn, ja. Mit Liner-Lock. Läuft wirklich gut. Jo, kann man noch ein bisschen putzen, die Klinge. Naja. Na, schade, dass hier nicht... Ja gut, sie können natürlich nicht alles klauen vom Spider Co. Weil das Jimping, das hier, das ist... Jo, das hätten sie auch sein lassen können. Aber wirklich toll. Also, da haben die ja... Ich weiß nicht, ob das die Chinesen oder die Japaner sind. Da haben die das ja schon echt drauf, ne? Die haben es ja echt schon drauf mit ihrer
schönes Messer. Auch diese gegrooften G10-Schalen gefällt mir richtig gut. Yo! Weiß gar nicht, habe ich da den Clip oder habe ich den hier? Da muss ich mal kurz gucken, warte mal. Ich weiß immer nicht, den Unterschied. Ah ne, ich habe ihn unten vom Para, ja. Ich weiß nicht, ist das Tip down, Tip up? Schreib mir mal darunter, was der Unterschied ist. Ich verstehe den nämlich nicht. Ja, Andreas, vielen herzlichen Dank. Das ist echt lieb von dir. Schönes Messer. Hier mit alles dabei, mit kleiner Samttasche. So. Kommt natürlich wieder schön da rein. So. So, dann packen wir dich wieder weg. So. Wieder schön verpackt. Wie mache ich das am besten? Ich lege das am besten mal hier so hin. So, das zweite. Ein Real Steel. Schon richtig rum, ne? Und zwar das. Wow. Das H7 Snow Leopard. Ja, das hatte ich in der letzten Spendenaktion schon drin. Das fand ich mega. Also das... Danke, Andreas. Das ist echt nett von dir, dass du mir das Leopard schenkst. Finde ich richtig cool. Weil das hat mir richtig gut gefallen. Also da habe ich ja auch dann alles revidiert, so nach dem Motto, Real Steel ist scheiße und so. Weil... Nee, das ist es nicht. Das hat mich hier eines Besseren belehrt. Also das ist wirklich, das ist echt ein cooles Knife. Also das Leopard, heißt das Leopard? Oder, warte mal. Ich glaube, das heißt Leopard. Ja, das ist mega. Sorry, wenn hier alles jetzt noch rumliegt. Das hat mal eine andere Perspektive. Ja, vielen Dank, Andreas. Das ist echt ein cooles Knife. Also das gefällt mir richtig gut. Das ist ein cooles Knife. Richtig toll. Yeah. Toll. Hier mit Backlock. Bam, genau auf den Fingernagel. Zack, haben wir ja Glück gehabt. Fällt richtig gut. Muss man aber irgendwie die Finger wegtun, sonst sind die ab. Schönes Messer, Andreas. Vielen herzlichen Dank. Auch hier schön eingewickelt gewesen. Toll. Packe ich das wieder schön ein. Hier mit Paperwork. Klasse. So, das legen wir dahin. Hier ist auch noch. So, super eingepackt. Echt klasse. Dann haben wir wieder ein Genzo. Ein Genzo G7511BK. Schauen wir auch mal rein. Die Tüte kommt hier weg. Noch irgendwo was hier zu sehen? Nö. Läuft mir schon wieder die Nase, gell? Okay. So. Ja, das ist super. Das ist mega. Das hat mir schon richtig gut gefallen. Hier mit diesen... Also wenn man die anleuchtet, dann leuchten die. Das probieren wir doch gleich mal. Achtung. Wie mit meine Zebra Light. Leute, einfach eine geile Lampe. Die beste Lampe, die ich bisher hatte.
so klein, mega. Die haben wir beim Umzug gebraucht. Also nicht ich bin umgezogen, sondern ein Kumpel. Und ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Der musste seine ganzen Möbel einlagern und das war irgendwie Neubau und da war kein Licht. Und da hat diese Lampe hier, habe ich irgendwo hingestellt, volle Pulle an. Die hat alles erleuchtet. Also das hat die toll. Die Lampe ist echt toll. Also so, dann machen wir die mal ein bisschen hier, das Messer mal ein bisschen beleuchten. Ja, warte mal, machen wir ein bisschen mehr. Leuchtet, cool. Auch ein schönes Messer. Oh. Ich und Flippen. Ich und Flippen. Ich flippe halt öfter mal aus, aber nee, das kriege ich nicht hin. Moment. Schönes Messer, echt schöne Klinge. Wirklich ein tolles Messer. Ist ein Liner Lock. Jetzt probiere ich es nochmal. Eins, zwei. Jawohl. Schönes Messer. Das gefällt mir. Auch hier mit diesen. Fokus mit den blauen Schrauben. Finde ich richtig schön. Hier mit dem Backspacer. Toll. Also Flipper und man kann es halt so öffnen. Schönes Messer. Toll. Auch wieder hier mit Verriegelung, hätte ich beinahe gesagt. Ein kleines Samttäschchen. So. Packen wir es auch wieder ein. Auch dafür herzlichen Dank, Andreas. Vielen herzlichen Dank. Fokus. So, und dann haben wir hier noch eins. Ist auch ein Ganzo. Das Ganzo G732BK. Schauen wir mal. Oh, hier mit dem Firebird-Zeichen drauf. Richtig schön eingepackt, ordentlich alles super. Toll, Andreas. Schöne Messer. Boah, das ist aber auch. Das liegt noch ein bisschen besser in der Hand als dieses G730BK. Das ist auch toll. Und das ist dasselbe. Nee, ne? G732 BK. G730 BK. Okay. Schönes Knife. Auch schön. Mal sehen, hier Liner Lock. Ja, und ich liebe ja diese Daumen. Diese Löcher. Diese Klingenlöcher liebe ich einfach. Da hat Spyderco wirklich was Geniales erfunden. Schönes Knife. Vielen Dank, Andreas. Ja, wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie ich es mache, ob ich selber noch eine Spendenaktion noch mache oder ob ich es an den Stefan schicke. Das weiß ich noch nicht, Andreas. Schauen wir mal. Es eilt ja auch nicht. Auf jeden Fall bleiben Sie hier erstmal liegen. Und dann, ich muss mal gucken, vielleicht mache ich auch eine selber oder vielleicht mit dem Stefan zusammen. Muss ich mal gucken.
Weil da gibt es ja jetzt auch, überlege ich mal, im 21. Jahrhundert soll es ja jetzt die größte Hungerskatastrophe geben im Jemen. Das, wenn man da so die Bilder sieht, ich weiß gar nicht, das ist echt schrecklich. Also in der heutigen Zeit, wo viele Länder so reich sind, darf das eigentlich nicht passieren. Jo, vier schöne Messer. Vielen Dank, lieber Andreas. Jo, es ist natürlich wieder ein langes Video geworden. Hier, super eingepackt. Klasse, echt top. Top, top, top. Kann man nicht anders sagen. Tja, ne? Wer Messer liebt, der verschickt sie natürlich auch ordentlich. Ja, mein Para. Ja, aber das hat jetzt nichts hier zu suchen. Okay, ich danke euch fürs Reinschauen. Danke, lieber Andreas, für deine Spende und für die Messer. Sie kommen auf jeden Fall in gute Hände und sie werden für einen guten Zweck verwendet. Da kannst du aber sicher sein. Jo. Jo, mein kleines Opinel. Mal sehen, wie es in einem Jahr aussieht. Ich bin aber gespannt. Aber von wegen, es läuft jetzt einfach wieder sauberer. Und ja, schauen wir mal. Tolles Messer. Übrigens hier, die hatte ich auch schon mal vorgestellt, diese Hülle. Und da passt es natürlich absolut super rein. Und fällt überhaupt nicht raus aus der Lederpouch. Es ist wenigstens ein bisschen geschützt. Jo. Okay, ich bin raus. Schönes Wochenende, Leute. Macht's euch gemütlich. Weht nicht weg. Okay, macht's gut, Leute. Danke, Andreas. Und immer schön auf den Kanal von Andreas ein Abo lassen, ne? Ihr wisst Bescheid. Tschüss.